Sie hören den Artikel James Herbert aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 22. März 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. James Herbert – Autor James Herbert OBE (geboren am 8. April 1943 in London; † 20. März 2013 in Woodman Cote bei Henfield in West Sussex) war ein britischer Autor, vorwiegend von Horrorliteratur. Inhaltsverzeichnis 1. Leben 2. Werke (Auswahl) 3. Literatur 4. Verfilmungen 5. Weblinks Leben James Herbert war bekannt für seine einfachen, jedoch fesselnden Romane. Die Protagonisten in seinen Romanen sind meist junge, zynische Männer, die im Verlauf der Geschichte eine starke sexuelle Bindung zu einer Frau entwickeln. In seinen frühen Romanen schildert James Herbert expliziten Horror, vergleichbar mit Splatter-Autoren. James Herbert arbeitete unter anderem als Sänger und als Art Director bei einer Werbeagentur. Er lebte zuletzt mit seiner Frau und seiner Tochter in der Nähe von Brighton und war ein Vollzeitautor. Er gestaltete auch die Cover der englischen Originalausgabe seiner Bücher selbst und betrieb seine eigene Werbung. James Herbert starb am 20. März 2013 im Alter von 69 Jahren in Woodman Cote bei Henfield im englischen West Sussex. Werke Auswahl Autor Die Ratten Roman (englisch: The Rats) Elfte Auflage: Heyne, München 1995 Früherer Titel: Die Killerratten Unheil Roman (englisch: The Fog) Achte Auflage: Heyne, München 1995 Todeskralle Roman (englisch: The Survivor) Heyne, München 1990 Höllenhund Roman (englisch: Fluke) Fünfte Auflage: Heyne, München 1995 Blutwaffe Roman (englisch: The Spear) Fünfte Auflage: Heyne, München 1995 Die Brut Roman (englisch: Lair) Zehnte Auflage: Heyne, München 1995 Dunkel Roman (englisch: The Dark) Siebte Auflage: Heyne, München 1996 Nachtschatten Roman (englisch: The Jonah) Siebte Auflage: Heyne, München 1995 Erscheinung Roman (englisch: Shrine) Dritte Auflage: Heyne, München 1995 Domain Ein unheimlicher Roman (englisch: Domain) Zehnte Auflage: Heyne, München 1994 Moon Der Roman, der sie nicht schlafen lässt (englisch: Moon) Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1990 Magic Cottage Roman (englisch: The Magic Cottage) Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1988 Die Gruft Roman (englisch: Sepulchre) Siebte Auflage: Heyne,
München 1995. Besessen, Roman, englisch Haunted, zweite Auflage Heine, München 1995. Creed, Roman, englisch Creed, Pavillon Verlag, München 2002. Apokalypse, Roman, englisch Portent, zweite Auflage Heine, München 1996. Stadt der Ratten, englisch The City, Graphic Novel, Edition Comic Speedline, Tilsner Verlag, München 1996. Totentanz, Roman, englisch The Ghosts of Sleeth, Lübbe, Bergisch Gladbach 1996. 48, Roman, englisch 48, Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1998. Jenseits, Roman, englisch Others, Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2000. Once, Novel, Tor Books, New York 2002. Nobody True, Novel, Pan Books, London 2004. The Secret of Crickley Hall, Macmillan, London 2006. Herausgeber: Dark Places, Locations and Legends, HarperCollins, London 1993. Illustriert von Paul Berkshire. Literatur: Craig Cable, James Herbert, Devil in the Dark, John Blake Publishing, London 2003. Dennis Etchinson, Masters of Dark 3, Tor Books, New York City 1991. Dennis Etchinson, The Complete Masters of Darkness, Underwood Miller 1991. Claire Francis, A Feast of Stories, Macmillan Publishers, London 1996. Stephen Jones, By Horror Haunted, Hodder and Stathen, London 1992. Graham Masterton, Scare Care, St. Martin's Press, New York 1989. J. N. Williamson, All New Stories of Horror and the Supernatural, Merkley and Essock, Baltimore 1987. J. N. Williamson, Dark Masks, Kensington Publishing Corporation, New York 2001. Verfilmungen: David Hemmings Regie, The Survivor, Australien 1981, nach seinem Roman Todeskralle. Robert Close Regie, Deadly Eyes, Kanada 1982, nach seinem Roman Die Ratten. Carlo Carley Regie, Fluke, USA 1995, nach seinem Roman Höllenhund. Louis Gilbert Regie, Haunted, Haus der Geister, England 1959, nach seinem Roman Besessen. Sie hörten den Artikel James Herbert,
gesprochen am 22. März 2013 von Viscount SJ. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/James_Herbert. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden